Hallo und herzlich willkommen zur Coverage von unserem Legacy Invitational Qualifier. Mein Name ist Matthias Hauser und ich bringe euch jetzt gleich die zweite Runde von unserem Turnier. Ich habe eine etwas spicy, ja, ich will es nicht Brew nennen, aber es schaut so aus, ausgewählt für euch. Die erste Karte auf der Deckliste ist 4 Arkhams Astrolab. Und Runde 1 ist gewonnen worden mit einem Ren and 6 Ultimate. Also, ja, ich hoffe, wir sehen gleich geiles Magic, gutes Legacy Play. Und ich würde sagen, wir hüpfen mal hinein. Die Spieler schaffen schon. Wir haben auf der linken Seite Lukas Stankovic mit Dark Depths. Er spielt eine Turbo Depths Variante mit Vampire Hexmage und aus Magic 2020 4 Elfish Reclaimer. Und auf der rechten Seite Stefan Schütz. Ja, einer der besseren Legacy-Spieler in Österreich, würde ich sagen. Ich habe sein Deck jetzt mal Ren and Lab genannt, weil ich Arkhams Astrolab einfach geil finde. Genau, the next pro from Vienna. Und der Judge gibt mir das Signal, die Runde ist gestartet. 50 Minuten Zeit, Sie dürfen beginnen. Schauen wir uns kurz einmal die Deckliste vom Herrn Schütz nochmal ein bisschen näher an. 4 Arkhams Astrolab, 4 Brainstorm, 4 Ponder, 4 Force of Will. Ein Spellpierce, zwei Thoughtseize, zwei Fatal Push, zwei Lightning Bolt, zwei Abrupt Decay, zwei Lilianas Triumph, jede Menge Two-Offs, ein Repeal, ein Kolaghan's Command, ein Plague Engineer, drei Renin Six, zwei von einem meiner allerliebsten Planeswalker im Moment, Narset, Path of Wales, ein Chase the Mindsculptor, vier Snapcaster Mage, ja, jede Menge Länder, ein Wasteland. Einfach ein geiles Deck im Sideboard. Crop Rotation, Karakas, Pyroblast, Red Elemental Blast, Hydro Blast, Blue Elemental Blast, Veil of Summer, Leyland of the Void, Spellpierce. Geil. Schaut einfach geil aus, das Deck. Das Deck vom Lukas, wie gesagt, Dark Depths, die Turbo Depths Variante. Vielleicht bessere ich das hier noch aus auf Turbo. Und Lukas startet mit einem Urborg Thoughtseize und das Repeal muss verschwinden. Natürlich die blaue Ein-Mana-Lösung gegen Marid Large. Stefan mit einem interessanterweise Fetchland Go-Play lässt hier Spellpierce offen, das der Lukas kennt. Spielt keinen seiner weder Ponder als Cantrip noch das Astrolab, das sich quasi hier selbst ersetzen würde. Fetch jetzt auf Snow-Covered Island. Das Astrolab, wir haben es gestern schon am Modern Stream gesehen. Ich habe es gestern auch schon gesagt, einer der dieser unscheinbaren Karten, die aber nicht nur in Modern, sondern vor allem auch in Pauper, aber jetzt auch hier schon in Legacy gespielt werden, ermöglicht einfach ja, eine stabilere Mana-Base. Underground Sea, Land Nummer 2 vom Stefan, gibt den Zug ab, der Lukas mit einem Dark Depths Thespian Stage Urborg hat die Combo schon assembled, spielt da jetzt noch ein zweites Thoughtseize. Wir sehen ein Snapcaster Mage, der muss jetzt verschwinden. Das raubt dem Stefan die Möglichkeit, das Repeal auf den Marid Large Token Flash zu backen, gibt den Zug ab. Ich gehe davon aus, ja, jetzt kommt das Ponder auf der Suche nach einer Antwort. Lukas removed Elfish Spirit Guide in Response. Und zeigt einen Marid Large Token. Will er dem Stefan nicht die Möglichkeit geben, ein Wasteland zu finden? Force of Will, Ponder, Land. Ich glaube, das wird ein Shuffle vom Stefan. Ich schaue mir kurz sein Lister noch an, was er da noch für Outs hat. Lilianas Triumph ist ein Out. Er hat nur ein Repeal im Deck, das heißt, das wird ihm nicht mehr helfen.
auf den Chase the Mind Sculpt, der wird auch nicht mehr kommen. Und Karakas hat der Mainboard auch keines. Das heißt, wir können hier eine sehr schnelle Partie haben, in der, ja, Lukas, der Name Turbo ist Programm. Turn 1 Discard, dann noch einmal ein Discard, Turn 3 und ein 2020er beendet das Spiel. Bisschen schade, dass wir dann nicht mehr vom Deck vom Stefan sehen, aber dem Lukas wird das egal sein. Der kümmert sich darum, dass er gewinnt. Vier Pithing Needle kommen hier rein, ein Elfish Reclaimer, wenn wir das Sideboard kurz anschauen. Ein Sylvan Safekeeper, Entschuldige, nicht Elfish Reclaimer. Hat außerdem Veil of Summer im Sideboard, Crop Rotation, wandern hier hinaus. Ich glaube, will da einfach nicht die Card Disadvantage auf sich nehmen. Abrupt Decay, bilde ich meinen, habe ich da ins Sideboard wandern sehen. Wenn mich nicht alles täuscht. Aha, boardet die Abrupt Decay raus. Weiß vielleicht dann nicht oder rechnet nicht mit den Renin 6 aus dem Deck vom Stefan oder meint, dass er, wenn eh schnell genug sein muss, boardet da die Pitting Needle und nur zwei Veil of Summer. Der Stefan währenddessen hält sein Deck so, dass ich leider nicht ausmachen kann, welche Karten da aus dem Deck verschwinden und welche hineingeboardet werden. So, vielleicht kriegen wir beim Lukas da jetzt nochmal einen besseren Einblick. Okay, Elfish Spirit Guide als Karte, die er jetzt auch Card Disadvantage macht, geht auch ins Sideboard. Lukas geht offensichtlich davon aus, dass der Stefan da einiges an Interaction einbringt und er noch mehr auf den Disruptive Gameplan gehen sollte oder muss. Und ja, wie es oft so ist, in Game 2 mit dem Combo Deck kann man sich dann nicht leisten, so wie in Game 1 All-In zu spielen. Finde ich, ist ein sehr vernünftiger Ansatz von ihm. Beim Stefan, wenn wir uns das Sideboard nochmal anschauen, wie gesagt, angesprochen, er hat eine Crop Rotation, ein Karakas und ein Wasteland. Ich gehe davon aus, dass er die hineinbringt. Er hat Mainboard zwar schon ein Wasteland, aber ein zweites kann dann nicht schaden. Pure Blast, Red Elemental Blast, Hydro Blast und Blue Elemental Blast werden wohl auf der Ersatzbank bleiben. Die Leyland of the Void vermutlich auch, der Plague Engineer ebenso, auch wenn der auf Vampir gelegt die Vampire Hex Mage abstellen könnte. Also, weiß nicht, schau mal, vielleicht ist da der Herr Schütz so Next Level und sagt, das ist schon ein Engel, der mir reicht. Und er boardet den hinein, wenn er der Meinung ist, dass er genug Sachen hat, die er nicht braucht für Game 2 und 3. Und ein Spell Pierce noch extra. Veil of Summer auch eine Option für ihn, weil er seine Hand vor Discard-Spells beschützt. Das vergessen die Leute oft, dass Veil of Summer nicht nur die eigenen Spells quasi uncounterbar unter Anführungszeichen macht, sondern auch gegen Discard-Spells sich selbst ersetzt und einem Hexproof gibt. Also möglicherweise, dass der Stefan auch diese hineingebaut hat. Ja, wie gesagt, wir kamen heute unser Legacy Invitational Qualifier. Wir haben 12 Spieler, spielen 5 Runden. Wir sind aktuell nicht, wie es hier oben steht, in Runde 1, sondern in Runde 2. Müsst mir verzeihen, es sind so viele Types, ich weiß auch gar nicht, wo ich die Rundenzahl jetzt auf die Schnelle ändere. Ah, hier ist es. Gebt mir eine Sekunde. Wir haben natürlich Runde 2 schon. Wir bringen euch alle 5 Runden und die Top 4. Und jetzt einmal Game 2. Stefan startet mit einem Misty Rainforest. Beide Spieler haben ihr Starthände behalten. Ich sehe Wasteland, Ponder, ein Repeal in der Hand, ein Astrolabe. Gibt den Zug an den Lukas ab. Der startet wieder mit einem Discard-Spell Turn 1. Der Stefan reagiert mit einem Brainstorm, was natürlich bedeutet, er kann die besten Karten in seiner Hand vor dem Discard-Spell verstecken, indem er sie oben auf das Deck legt. Eine ganz klassische Interaktion im Legacy-Format bzw. in Formaten, in denen Brainstorm legal ist. Wenn wir schauen, was er da so findet, zieht die drei Karten wieder so, dass wir sie nicht sehen können. Ich bilde mir ein, ich habe einen Lianas Triumph gesehen, einer der besten Karten.
gegen das Deck vom Lukas hier. Legt auch das Wasteland nach oben. Ist natürlich jetzt eine Karte, die der Lukas nicht nehmen kann. Aber wenn. Ah, eine Narset ist auch in der Hand vom Stefan. Wenn der Stefan der Meinung ist, dass der Lukas vielleicht wieder für seinen schnellen All-In-Plan geht, dann ist das Wasteland versteckt natürlich eine Option, weil er dann sagen kann, passt. Er sieht es nicht, entscheidet sich aber dagegen. Wir sehen jetzt schön die Hand. Zwei Ponder, eine Narset, ein Arkham's Astrolab, ein Bayou und ein Wasteland. Ja, Doppel-Cantrip in der Hand heißt, der kann da jetzt nicht irgendwie was wegnehmen und entscheidet sich für das Arkham's Astrolab, was gleichzeitig auch bedeutet, dass er die Narset quasi abstellt. Und der Lukas Pitting Needle, ich gehe davon aus, dass hier Wasteland genannt wurde und nicht Narset. Gibt den Zug ab. Wir werden sehen, was der oder sehen nicht, was der Stefan vor dem Duress versteckt hat. Ha! Thoughtseize von oben. Kein zweites Land in der Hand von Stefan. Dafür ein Into the North, zwei Crop Rotation und eine Sylvan Library. Ist jetzt eine sehr interessante Decision für den Stefan, der da zwar einerseits in der Driver Seat ist, weil der Lukas quasi darauf angewiesen ist, dass er Länder vom Top zieht. Entscheidet sich dann aber sogar für das Into the North gegen die Sylvan Library. Offensichtlich, weil er der Meinung ist, dass sein Deck on the long run auch gegen das grüne Enchantment gewinnen kann. Und der Lukas, like a boss von oben mit dem Fetchland. Holt er sich das Bayou? Nein. Es reicht dann natürlich das Snowcovered Forest. Gibt den Zug ab. Dank Urbok hat er sowieso auch schwarzes Mana. Der Stefan mit einem Ponder. Force of Will in der Hand, in den Top-Karten. Ponder. Und wenn er die andere Karte nicht so schnell fliegt. Vale of Summer ist es. Zieht er das Vale of Summer. Legt ein Wasteland, das wir wissen, kann er leider nicht benutzen. Na, leider aus seiner Perspektive gut für den Lukas, der würde sonst nur mit dem Forest da sitzen. Und gibt den Zug ab. So, Lukas mit Sylvan Library. Okay. Alles klar. Zahlt er einfach mal die 8 Leben. Okay. Interessant. Sagt er, es ist ihm einfach wurscht. Wir nehmen das einfach. Und da ist ein Discard-Spell. Vale of Summer. Und das ist jetzt genau die Anwendung, von der ich gesprochen habe. Der Stefan beschützt ja seine Handkarten. Das Vale of Summer replaced sich selbst. Wie wir wissen, hat er noch ein Frostsurfiel oben. Was natürlich einer der besten Möglichkeiten ist, hier irgendwelche Shenanigans vom Lukas abzustellen. Besonders bitter immer, wenn eine Crop Rotation gecountert wird. Weil Force of Will ist zwar ein 2 zu 1 Trade normalerweise, aber die Crop Rotation 2 for 1 dann schon selbst. Stefan shuffelt jetzt seine Handkarten in einem Format, in dem Brainstorm legal ist. Natürlich keine Seltenheit. Und jetzt sehen wir, der Lukas nicht mehr einfach 8 Leben zahlt und 3 Handkarten. Oh, okay. Okay, ich korrigiere mich selbst, geht auf 3. Ist Kim da? Der Kim ist im Shop heute, ja. Legt ein Thespian Stage und gibt den Zug ab mit der Crop Rotation in der Hand. Natürlich jetzt schon wieder die Möglichkeit, hier ein Token zu repräsentieren. Der Stefan aber mit. Ui. Mit Repeat in der Hand. Wenn wir sehen, ich glaube, dass der Stefan das fast wird und dann darauf hoffen, dass der Lukas für den aggressiven Play mit den Marit Large Token geht und dass er die Karte dann repeaten kann. Der Lukas aber mit seinem Silvan Safekeeper ebenfalls in der Hand. Mal schauen, hat er dann noch einen Discard Spell? Nein, es ist ein Vampire Hexmage. Halt zwei Mana. Okay, floatet hier ein Mana und macht
Crop Rotation mit dem Thespian Stage. Und holt ein Dark Depths. Okay, ja, mit dem doppelschwarzen Mana legt er jetzt den Vampire Hexmage und kann so auch den Token machen. Wenn man schon aber geduldig ist und da quasi noch eine Runde wartet. Ah, okay, never mind. He has it all. Er hat einen, den Silvan Safekeeper einfach auch noch. Mit dem Elfish Spirit Guide. Also das, das ist eine harte Sequenz. Discard Spell, der geforst wird vom Stefan. Und jetzt auch noch den Silvan Safekeeper gegen das Repeal. Die Nadel gegen das Wasteland. Der Herr Schütz ist da gescheit in die Enge gedrängt, würde ich einmal sagen. So. Das ist natürlich eine gute Interaktion. Ja. Der Lukas möchte da jetzt den Token machen. Der Stefan reagiert mit Repeal auf die Pithing Needle und mit der Vampire Hexmage Ability am Stack Wastelander der jetzt das Dark Depths. Also aus einer Situation, die sehr prekär für ihn ausgesehen hat, dank dem Repeal doch ein Ausweg. Der Lukas jetzt mit zwei Ländern und einer zweiten Silvan Library. Werden wir schauen. Immer noch mit Pithing Needle in der Hand jetzt wieder. Nimmt das Bayou. Hat mit der Crop Rotation natürlich wieder eine Möglichkeit, seine obersten Karten quasi wegzuschaffeln. Grüße aus Berlin an Felix und Kim. Dankeschön, werde ich zumindest dem Kim, der im Shop ist, ausrichten. Überlegt jetzt, was er mit der Pithing Needle sagen sollte. Er kennt ja unter Anführungszeichen die Naset. Wenn man schon aber die benannt hat. Ja. Genau. Wie heißt der 3-Mana-Planeswalker? Naset Path of Wales. Ja, also ich gehe davon aus, dass er die jetzt mit der Pithing Needle genannt hat. Greift er jetzt auch für 1 an. Wenn es der 2020er nicht machen kann, dann muss es da 1-1er machen. Der Stefan mit einem Ponder. Und der Lukas reagiert jetzt mit einer Crop Rotation. Wenn wir schauen, ich glaube, die wird jetzt gespellpierced. Ne? Ja. Das ist natürlich immer bitter. Also Crop Rotation mit dieser Klausel, dass man auch ein Land opfern muss. Wow, die Top-Karten von Stefan Stack sind gerade sehr gut. Ein viertes Land, damit er den Chase the Mindscap, der da auch dabei ist, casten kann. Und ein Lilianas Triumph. Was natürlich eine ganz okay Option gegen 2020er Token ist. Sofern der 1-1er verschwindet. Das ist ja auch nicht sicher. Der Lukas wird jetzt ein bisschen unter Anführungszeichen dafür bestraft, dass er das Bio genommen hat und nicht das Fetchland. Wobei mit der Crop Rotation ist möglich, dass er vielleicht sowieso das zusätzliche Land haben wollte, wenn er annimmt, dass die Crop Rotation gecountert wird. Spielt jetzt ein Vampire Hexmage. Hat jetzt schon 3 Power an Bord. Stefan überlegt da, die letzte Karte in seiner Hand ist ein Brainstorm. Top-Karten seiner Library sind Chase the Mind Sculptor und Lilianas Triumph. Ist die Überlegung, ob er da End of Turn noch den Brainstorm spielt oder ob er vielleicht auf den Vampire Hexmage sogar reagiert. Zieht das Lilianas Triumph. Aber die Überlegung, ob er den... Ja, der Hexmage ist natürlich auch ein Problem für den Stefan. Wenn er keinen 2020er macht, dann kann er trotzdem zumindest einen Chase the Mind Sculptor quasi töten, weil der Vampire Hexmage natürlich von irgendeinem permanent die Counter entfernen kann. Und wie wir wissen, ein Weltenwanderer ohne Loyalitätsmarken geht State-Based Effekt in den Friedhof. Wir sehen jetzt das Lilianas Triumph vom Stefan. Ja,
in beiden Fällen eine positive Interaktion für ihn. Der Hexmage verschwindet hier jetzt, was so viel bedeutet. Ja. Chase der Mindsculptor betritt das Spielfeld. Für den anderen Fall, dass der Sylvan Safekeeper gegangen wäre, hätte das ihm mehrere Möglichkeiten eröffnet, mit einem möglichen Large-Token zu interagieren. Steffen nimmt jetzt die Nasheit in die Hand zurück. Ich gehe davon aus, nachdem sie gepithing-needled ist, dass das vielleicht einer der Karten ist, die er zurücklegt. Es sei denn, er ist der Meinung, dass er in nächster Zeit die Pithing-Needle wieder irgendwie losbekommt. Wenn wir schauen. Er hat ja das eine Repeal bereits im Friedhof. Er hat ein Cola-Guns-Command, zumindest in seinem Main-Deck. Ich weiß nicht, ob die vielleicht hinausgewandert ist, wobei er vermutlich davon ausgeht, dass das Turbo-Depths-Deck eine Pithing-Needle hat. Das heißt, ich gehe davon aus, dass sie sich noch in seinem Deck befindet, die Karte. Der Lukas fetcht ja jetzt. Ganz gute Interaktion natürlich mit Sylvan Library. Bedeutet, dass er zusätzliche drei Karten anschauen kann. Lustigerweise, der Cola Guns Command wäre auch schon letal für den Lukas, weil der mittlerweile auf Nummer 2 Leben ist. Dank dem, ich will jetzt nicht greedy sagen, aber dank der Repeatable Use von seiner Sylvan Library. Aber ist natürlich auch mit der Grund, warum er hier noch im Spiel ist. Weil der Stefan doch wesentlich mehr Cantrips gespielt hat, wesentlich tiefer in sein Deck gegraben hat. Jetzt mit Chase the Mindsculptor auch einen ganz guten, ich würde sagen den besten Planeswalker auf dem Feld hat. Aber die Sylvan Library, das grüne Enchantment, hält da den Lukas auch ein bisschen im Spiel. Werden wir sehen, was der Stefan da jetzt zieht. Er hat immer noch die Nasheit und ein Brainstorm. Der Lukas hat, glaube ich, meines Wissens nach ein Dark Depths oben auf seiner Bibliothek. Das heißt, der Stefan könnte ja in Kürze schon wieder in Trouble sein. Benutzt die Fate Ability auf sich selbst, möchte nicht, dass ein Chase dem Attack von Vampire Hexmage und Sylvan Safekeeper zum Opfer fällt. Lässt die Karte oben, benutzt ein Brainstorm. Ah, okay. Hat jetzt Karakas, Abrupt Decay, eine Crop Rotation. Ist die Frage, ob man da den Nasit möchte oder. Schwierig. Er kann mit der Crop Rotation, mit dem Abrupt Decay natürlich quasi frei wählen, was er zerstört. Ist die Frage, ob er die Pithing Needle zerstören will, um seine Nasit zu unlocken. Möchte er die Sylvan Library zerstören, damit der Lukas dann nicht immer die Auswahl der Top 3 Karten hat. Wenn er den Sylvan Safekeeper zerstören möchte, ist das natürlich auch eine Option. Das wird dann sein Karakas auf die Marit Large anlocken. Also sehr viele Optionen dafür den Stefan. Entscheidet sich dafür, die Crop Rotation zu keepen. Karakas und Fetchland gehen on top of the Library. Und ich glaube, er wird da jetzt den Zug abgeben. Nein, entscheidet sich dafür, die Nase zu legen. Ist natürlich noch genealed, aber. Das heißt ja nicht, dass er die Karte nicht gleich benutzen kann. Und die Static Ability von der Nasheit ist natürlich, auch wenn sie genadelt ist, relevant. Der Lukas jetzt mit Wasteland, okay. Vielleicht habe ich mich da versehen und es war doch ein Wasteland und kein Dark Depths. Stefan jetzt mit dem Karakas. Die nächste oberste Karte ist ein. Blutet Delta, das wissen wir. Wenn wir schauen, was er da jetzt Abrupt Decayed, ob er für die Nadel geht und mit der Nasheit versucht, da jetzt zusätzliche Antworten zu finden. Ob der Chase brainstormt, also Steffen jetzt mit sehr vielen Optionen entscheidet sich da jetzt für die Nadel, was so viel heißt wie die Nasheit ist unlocked. Minus ist noch eine Nasheit. Nasheit ist einfach, also diese Karte finde ich so Banane. Einer meiner absoluten Lieblingskarten aus den neuesten Sets. Chase brainstormt da jetzt. Ich habe ein Astrolab gesehen, ein Snapcaster Mage und eine Force of Will.
Das heißt, wieder sehr, sehr viele Optionen. Der Snapcaster-Match bedeutet natürlich, dass der Stefan hier noch einmal Zugriff auf ein Abrupt-Deck hier hätte. Ja. Das Astrolab heißt, bedeutet, er muss sich auch keine Sorgen darum machen, dass das Wasteland ihn von einer Farbe abschneidet. Also da funktioniert alles sehr smooth gerade für den Stefan. Die Engine funktioniert. Und da ist jetzt das Darktaps, der interessant, der Hexmage greift an. Natürlich relevant, dass er First Strike hat. Der Lukas möchte dann nicht seinen seinen Silvan Safekeeper riskieren. Okay. So wird es interessant sein, ob der Stefan da blockt. Okay. Beschützt hier seinen Chase the Mindsculptor. Und Lukas committet jetzt das Darktaps aufs Board. So, kann jetzt wieder jederzeit einen 2020er Token machen. Wir werden sehen, ob. Der Stefan kann natürlich den Chase auch benutzen. Okay, der Lukas überlegt, ob er in Response auf. Ja, der Lukas reagiert hier, respondet auf die Minus Activation von der Narset. Okay. Der Herr Schütz floatet da ein Mana und macht ein Crop Rotation. Waste landet in Response auf den Vampire Hex Major Stark Taps. Das Ganze ist in Response auf die Minus Ability von der Narset passiert. Willkommen in Legacy, wo der Stack noch relevant ist. So, was haben wir hier? Ren and Six. Der kann sich natürlich gleich um den Silvan Safekeeper kümmern und in weiterer Folge dann um den Lukas. Und wir sind jetzt schon in der Phase, ach, ich liebe es, wenn Chase the Mindsculptor den Gegner Fate Sealed. Stefan hat die Silvan Library mit seiner Narset, mit der Static Ability davon ausgeschaltet. Der Renan 6 versucht den Silvan Safekeeper auszuschalten, was bedeutet, ein Land muss gehen. Jetzt legt er ein Karakas. Ist an dieser Stelle wahrscheinlich gewillt davor, sein Wasteland, sein Karakas dem Wasteland auszusetzen. Der Lukas beseitigt die Narset, aber wir wissen, der Stefan hat eine zweite in der Hand. Das weiß auch der Lukas. Ja, mit 23 Minuten auf der Clock und im Angesicht von drei Weltenwanderern entscheidet sich der Lukas hier, das zweite Spiel zu conceden. Ja, wir gehen wieder zum Sideboard. Werden mal schauen, ob die Herrschaften ihre Konfiguration für Spiel 3 ändern möchten oder ob sie damit zufrieden sind. Wir sehen einmal, der Stefan konsultiert da schnell sein Sideboard, ob er irgendwas haben möchte. Ich glaube, die Lightning Bolts sind auch im Sideboard. Die belässt er vorerst einmal dort. Gebe ihm natürlich auch zusätzliche Interaktion irgendwelche nervigen Kreaturen, wie zum Beispiel den Silvan Safekeeper abzuschießen. Was wir noch gar nicht gesehen haben von der Seite vom Lukas ist Elfish Reclaimer. Ich glaube, wenn der Stefan die gesehen hätte, würden die Bolts vielleicht noch im Deck bleiben. Moin aus, aus Wien. Hi ho. Danke für alle ans Zuschauen. Er sollte seine Library halt auch triggern, selbst wenn er nicht für mehr Karten zahlen kann. Nein, sollte er auf keinen Fall, wenn sein Gegner Narset Part of Veils am Spielfeld liegen hat, weil in diesem Fall darfst du nur eine Karte ziehen, auch wenn du unendlich Leben hast. Narset schaltet Library quasi ab. Eine ganz gute Karte, muss man sagen. So, der Stefan überlegt er noch einmal, vielleicht nicht doch noch was ändern möchte. Lukas ist ja schon fertig. Schauen wir mal. Entscheidet er sich doch dafür, die Lightning Bolts gegen die Kreaturen zu bringen? Nein. Ah, oder doch? Plague-Engineer auf irgendwas. War gestern wohl nicht lang genug. War gestern schon sehr lange.
11 Stunden Coverage von unserem Mythic Championship Qualifier im Format Modern. Mal to Death Shadow hat im Finale gegen 4Color Ursasort gewonnen. Aber es ist im Chat gewünscht worden gestern oder gefragt worden, ob wir nicht unser Legacy Invitational Qualifier auch covern. Und nachdem der liebe Herr Patrick, unser allergeliebter Herr der Karten, sein Equipment sowieso schon im Shop gehabt hat, haben wir gesagt, passt, wir lassen es einfach noch einen Tag da stehen. Und ich bespaße euch mit meinem blöden Gelaber und hoffentlich gutem Legacy. Der Herr der Karten betritt gerade den Raum, wie ist es gelaufen, Runde 2. Er macht ein trauriges Gesicht. Windtorb ist eine gute Karte. Ja. So. Schauen wir mal, ob beide Spieler für Game 3 ihre 7 behalten. Jawohl. Und der Lukas mit Elfish Reclaimer, den wir jetzt zum ersten Mal sehen. Der Herr Schütz mit Force of Will, Chase the Mind Sculpt in der Hand, ein Veil of Summer und einem Lilianas Triumph. Der Lukas geht hier für Basic Forests, während der Herr Schütz ein Wasteland hat. Bekommen wir ein Interview mit dem Herrn der Karten? Ich weiß nicht, ob wir ein Interview mit dem Herrn der Karten machen werden, aber sollte er nicht Top 4 machen, geht er entweder frustriert heim oder vielleicht joint er mich noch vor der Kamera. Ja, nachdem ich alle seine technischen Sachen da habe, wird er mich für den Fall der Fehler, dass er nicht Top 4 macht, was ich ihm natürlich herzlich wünsche. Also ich wünsche ihm, dass er Top 4 macht, nicht, dass er nicht Top 4 macht. Nicht falsch verstehen. Mich hier on Stream joinen. Und wir sehen wieder die Interaktion. Lukas mit dem Discard-Spell und der Stefan mit dem Veil of Summer. Einer meiner Lieblingskarten aus dem Core-Set 2020. Wir haben für unseren YouTube-Channel natürlich wieder eine Top-5-Liste gemacht und Veil of Summer war meine Nummer 1. Einfach diese netten kleinen Interaktionen. Hand beschützen. Und Karte ziehen. Der Lukas hier mit dem Beatdown. Attack für 1. Wir haben in den vorigen Games keine Elfish Reclaimer gesehen, dafür sehen wir jetzt gleich 2. Wenn wir schauen. Der Stefan immer noch mit Vorsicht hat, glaube ich, hat noch ein Land gezogen. Entscheidet sich hier jetzt für Underground Sea, was sein Lilianas Triumph aktiviert, aber im Angesichts von 2 Elfish Reclaimern schaut das nicht positiv aus, dass da irgendwie ein 2020 erwischt wird. Der Lukas mit einem Thespian Stage und attackt mit einem Elfish Reclaimer hier natürlich nur. Der zweite kann aktiviert werden, um Dark Depths zu holen, was so viel heißt wie Stefan ist ja schon wieder gescheit im Bedrängnis. Ich glaube, wir werden jetzt das Lilianas Triumph sehen. Der Lukas wird die getappten Elfen opfern. Der Stefan geht in seine Runde und hofft jetzt Interaction zu finden, wobei ich glaube, er hatte ein Wasteland in der Hand, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Hier ist das Wasteland und gibt den Zug ab. Er hat noch ein Land gezogen, also sehr viele Länder hier für den Stefan. Eine 4-Mana-Karte und Force of Will, also Jason Mainz gehabt als 4-Mana-Karte und Force of Will in der Hand. Ist da jetzt schon relativ nackig, würde ich mal sagen. Der Lukas zieht für seinen Turn, aktiviert den Elfish Reclaimer nicht Ende der Runde, sondern legt einfach regulär ein Dark Depths, tappt 2 Mana, spielt ein Vampire Hex Mage, puh. Wahnsinn, da hat er jetzt quasi alle Engel gecovert, wobei er nicht, wenn er einen Elfish Spirit Guide in der Hand hat, kann er in Response of this Wasteland sein Thespian Stage aktivieren. Wenn nicht, dann muss der Stefan jetzt Wastelanden. Die Frage ist, ob er es irgendeine Möglichkeit gibt für ihn. Okay, er lässt es resolven. Zieht noch ein Land. Das schaut nicht gut aus für ihn. Also wenn er das Game of Chicken hier gewinnt und der Lukas, ja, okay, möchte er da ganz sicher sein. Okay, gut, seine anderen Handkarten sind Karakas, das irrelevant ist, aber er hat Thoughtseize und Veil of Summer, glaube ich. Ja, attacked für 2 Thoughtseize. Ich glaube, das wird geforst werden vom Stefan. Ich glaube nicht, dass er das sich leisten kann, hier das Game of Chicken zu verlieren. Andererseits, also, okay, er lässt es resolven. Interessante Option.
weil für den Lukas jetzt quasi klar ist, er nimmt den Chase der Mindsculptor, der sein 2020er Token handeln könnte und gibt den Zug ab. Schauen wir mal. Viertes Land vom Stefan und pass the turn. Dann Kopie, Kopie. Und da ist der Handshake. Lukas Stankovic gewinnt mit Turbo Taps 2 zu 1 gegen Ren and Lab, wie ich es genannt habe, von Stefan Schütz. Ein sehr interessantes Matchup. Wir haben noch 16 Minuten auf der Uhr. Hallo, wir sind zurück im Studio. Wir werden vielleicht noch kurz schauen, ob wir irgendwo ein Game 3 noch irgendwo schnappen können. Ich werde ganz kurz pausieren, bin gleich wieder zurück. Wenn es mehr Legacy von dieser Runde noch geben sollte, dann werde ich euch das gleich zeigen. Ansonsten, ja, hoffe ich, bleibt ihr auch so dran, weil die dritte Runde startet auf jeden Fall knapp einer Viertelstunde. Und ja, should have forced the Hex Mage, dem Chat geschrieben. Ja, Monoländer. Der Stefan da auf jeden Fall ein bisschen unglücklich mit sehr vielen Ländern und der Lukas schon wieder ein sehr starker drauf an diesem Turbo Tap Stack. Also Doppel Elfish Reclaimer, dass da auch nichts passieren kann gegen irgendwelche Sacrifice-Effekte. Dann Vampire X-Mage und Thespian Stage. Ja, ich würde sagen, da ist einiges richtig gelaufen für ihn. Was soll er fassen? Er hat ja nichts zum Beschützen. Die Sache ist, ja, aber wie gewinnst du das Spiel sonst? Wenn das Thoughtseize resolved, du bist sowieso darauf angewiesen, dass du vom Top von deinen Libraries ziehst. Du kannst halt quasi das Spiel nur noch gewinnen, wenn der Lukas der Meinung ist, dass der Zeitpunkt nicht richtig ist, für ihn den 2020-Token zu machen. Ansonsten, nachdem er das doppelt gecovert hat, mit Vampire X-Match und dem Thespian Stage, ja, ist denn dein Wasteland quasi abgeschalten? Das heißt, du brauchst sowieso irgendeine Antwort oder vertraust darauf, dass deine vier unbekannten dann Handkarten für den Lukas so einschüchternd sind, dass er eben nicht gleich kombot. Also ich glaube, dass das seine einzige Möglichkeit an der Stelle ist, das Spiel nicht zu gewinnen. Davon sind wir sowieso weit entfernt, aber nicht zu verlieren. Weil, ja, sein Draw war definitiv zu länderintensiv, vier Länder am Spielfeld am Ende des Spiels und zumindest noch drei in der Hand. Ja, should have forced the Hex Mage. Ja, wäre definitiv auch eine Option gewesen. Ja, ich werde jetzt nochmal kurz schauen, ob wir vielleicht noch irgendwo ein Game für euch herbekommen für diese Runde. Falls dem nicht so ist, werde ich mich auf jeden Fall auch nochmal ganz kurz melden. Und wir sind auf jeden Fall für Runde 3 wieder da. Also bleibt vor euren Bildschirmen oder macht eine kurze Klopause. Ich werde das vielleicht auch noch machen. Und wir sind dann bald wieder zurück. So, ich bin schon wieder da. Das war nur eine ganz, ganz kurze Unterbrechung. Der Patrick ist nämlich einfach der beste Mann und hat mir noch ein Game gebracht. Wir hüpfen gleich rein. So, sie sind in Game 3. Es steht 1 zu 1. Ich werde schauen, dass ich da kurz irgendwie noch was ausbessern kann. Wir haben auf der einen Seite, nämlich der rechten Seite, den Johannes Truschnik. Den haben wir schon Runde 1 gegen den Patrick gesehen. Und auf der anderen Seite haben wir den Mircha. Für Leute, die unseren Stream öfter folgen, der ist jetzt auch kein Unbekannter. Ist auch öfter bei uns im Shop und er spielt eine Delver-Variante. So, Truschnick mit Blue and Texas hat ein Game gewonnen. Ist ein bisschen mühsam als sonst, wenn man alles quasi selber ausbessern muss. Der Johannes wieder Signature-Style mit seinen beiden Etherwiles. Und spielt Timur Delver und hat auch ein Game gewonnen. So. Passt. So, wir haben die richtigen Einstellungen. Lebenspunkte
19 zu 18. Der Johannes aktiviert da seinen Flicker Wisp. Natürlich einer der netteren Interaktionen. Der Delver verlässt das Spielfeld und kommt als kleiner 1-1er wieder retour. So. Mircea gibt da den Zug ab. Johannes überlegt, ob er Marken auf seine Etherweiß legt. Höher als 3 wird er natürlich nicht gehen. Ich leg mich jetzt einfach ein, gnadenlos. Der Johannes hat den Stonecloak auf der Hand. Das habe ich vorhin noch gesehen, was relativ interessant ist. Den Stonecloak, er ist One-Off Stonecloak, hat er glaube ich in der Hand. Ja, spielt einen Stonecloaker. Wir haben's, ich habe es im Matchup gegen dich schon angesprochen. Mit den Recruit of the Guard hat er dann natürlich ein Silver Bullet Package. Der Mircea jetzt mit Brainstorm. Ich sehe einen Wasteland in seiner Hand. Der hat aber nicht wirklich Targets dafür. Ja, seht ihr natürlich ab, dass seine Delvers hier flippen können. Ja. Wieder mit Brainstorm, das war schon vorhin. Ich weiß nicht, ob das schon on camera war. Da hat er genau dasselbe Play gemacht. Brainstorm in durch Flip mit Brainstorm. Das sind die zwei Karten, die da vorliegen. Ja, ich sehe Dreadhorde Arcanist in der Hand für den Mircea. Auch sehr interessant. Eine Karte, die sich nicht nur in Standard, sondern auch in Legacy durchsetzt. Attack mit beiden Delvers setzt. Der Johannes mit dem Stonecloak in der Hand. Und dem Flicker Wisp am Feld. Das heißt, der einen potenziellen Blocker hat er ja schon sozusagen. Genau. Und Stoneforge Mystic entscheidet sich dafür, mit dem Flicker Wisp zu blocken. Ja. Stonecloaker, einer dieser, wenn es ins Spiel kommt, nimmst du auf die Hand zurück. Ability, ich nenne es gerne die White Man Line Ability. Einer der klassischen Karten, die das hat. Exile eine Karte, wenn ein Spiel kommt, musst du eine andere Karte zurücknehmen. Er nimmt den Flicker Wisp auf die Hand zurück. Geht ihr auf 16. Der Mircea mit Ancient Grudge in der Hand. Das ist natürlich ganz gut gegen Doppelweil. Doppelweil, aber auch sehr gut gegen mögliche Equipments, ja, den Betaskull zum Beispiel. Entscheidet sich jetzt dafür, ja, das Abrupt Decay auf die Weil für 3 zu spielen. Ah, nicht das Abrupt Decay, das... Entschuldige, das Ancient Grudge auf ja. die Weil mit 3 zu spielen. Weil er weiß, der Flicker Wisp und so ist halt wieder auf 3. Genau, ich meine, Johannes kann natürlich sein Stoneforge reinbringen und dann ist die wieder, erst wieder auf 3 bringen. Ja, beziehungsweise seine, genau richtig, seine Weil dann auf 3 zu bringen. Aber der Mircea weiß er nicht, dass der Johannes ein Zweier-Player hat. Okay. Ja, und respondet er jetzt auf das Flashback mit dem Stoneforge Mystic, was so viel heißt wie seinen Dreier-Drop wieder hardcasten müssen aus der Hand, aber er bekommt ein Equipment und ja, was Sword of Fire and Ice und auf dieses Feld, wenn er noch ein Land in der Hand hat, wäre natürlich sehr gut. Ja, aber dieser Gierig nimmt das Betaskull. Das fände ich schon, ja. Also ich finde das finde ich sehr gierig. Finde ich auch sehr gierig. Ich finde das Wort, wenn er da einmal connected, killt er einen. Ja, also ich weiß jetzt nicht genau, was seine letzte Handkarte ist, aber sollte es ein Land sein? Nein, ist es nicht. Es ist ein Phyrexian Revoker. Ah, okay. Ja. Ja, interessant. Ja, andererseits ist natürlich der Mircea mit seinem Deck hat schon viel Interaction mit Lightning Bolts etc. Also... Aber momentan ist halt ausgetappt. Und ja. Das Land von oben wäre halt... Land von oben ist halt Game, ja. Weil Auto-Equip plus Game gewesen wäre, oder minder. Ja. Johannes entscheidet sich da für die Offensive mit seinem Stoneclocker. Angriff für 3 und gibt den Zug ab, kann natürlich seinen Stoneforge Mystic aktivieren. Mircea mit dem Horizon Land und einem Angriff in der Luft, Fragezeichen. Ja, und ja, attackt mit beiden. Johannes geht auf 10. So, was kommt hier noch als Follow-up? Ein Cinderweins. Sehr interessant. Interessant, vor allem dem Matchup. Interessant. Weil ich meine, so viele Non-Creature Spells hat er doch gar nicht. Nein, aber kann natürlich auch Artefakte oder Enchantment zerstören. Ah ja. Was natürlich gegen ein Betaskull wieder auch sehr gut ist auf einmal. Auch eine ganz gute Option ist. Aber wie wir wissen, oder
du hast es gewusst und mir gesagt, der Johannes mit Phyrexian Revoker in der Hand kann das natürlich abstellen. Auch interessante Interaktion. Der Mircea kann in Response den Revoker nicht zerstören. Ja, weil es, wenn er ins Spiel kommt, benennst du eine Karte und wenn die genannt ist, dann ist es schon vorbei. Mhm. Ja, spielt jetzt den Revoker. Werden wir schauen. Ja, Sindarweins, da gibt es keine Responses. Das hat ihm natürlich jetzt das Ganze einen Zug gekostet, wo er nichts ausspielen hat können, oder halt zumindest das Betts gar nicht ausspielen konnte. Genau. Was für Lebenspunkte, wo er jetzt schon auf 10 ist und 6 Damage in der Luft kassierend, potenziell schon problematisch sein könnte. Ja, also ich glaube, dass sein Stonecloaker hier nicht in die Offensive gehen wird. Wahrscheinlich nicht mehr. Er hat den Aetherwell auf der Hand, wenn ich das richtig sehe. Ja, kostet ihm aber quasi 2 Leben, ne? Weil Fetchen und gegen Sindarweins, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, stimmt, weil das ist natürlich ein Non-Creature Spell. Ja. Ist die Frage, ne? Auf 8 gehen. Denn ich meine, der Mircea muss ja auch nur mit seinen 2 Brainstorms, wo er einen davon jetzt dann mit dem Arcanist casten wird, irgendeine Interaktion / Bolt finden und das schaut schon ganz düster aus. Ja, also eine taffe Position. Der Johannes hat die Tools, wenn das Spiel noch 2-3 Turns länger geht, zu gewinnen. Aber ist da lot of pressure. Der Mircea startet mit dem Brainstorm. Brainstorm Nummer 3. Ja, ich meine, wir kannten ihn. Ja. Lightning Bolt wird natürlich das Spiel, glaube ich, sofort beenden, weil er dann auch Flashbacken kann, gleich mit dem Dreaded Arcanist. Ich sehe irgendeine rote Karte, aber ich glaube, es ist kein Bolt. Nein, also ich glaube auch nicht vom Artwork, ja. Nein, und die Karte auch retour. Die Sache ist, eine Attack mit dem Dreaded Arcanist auch gegen den Stonecloaker ist jetzt nicht so schlimm für den Mircea, weil sollte der Stonecloaker den Dreaded Arcanist blocken, heißt das einfach, dass beide seine Delver durchkommen. Ja, dass er 6 Damage geforst hat. Und was wiederum heißt, dass der Johannes nie wieder einen Non-Creature Spell spielen kann, bis er wieder Leben gekriegt hat, weil er kann nur einen Delver blocken, aber der Arcanist bleibt wieder heim. Okay. Ich glaube, es kann sein, dass der Mircea noch einen Delver auf Secrets oben gefunden hat, wenn mich nicht alles täuscht. Ah ja, das wäre natürlich auch. Was natürlich gut mit dem Brainstorm Setup, wir haben gesehen, das war eine rote Karte, also definitiv ein Spell. Ein Spell oder es könnte noch ein Dreadhard Arcanist gewesen sein. Das ist auch möglich. Ah, okay. Vielleicht war es noch ein Dreadhard Arcanist. Weil rote Spells hat er nicht gar nicht so viele sonst im Deck. Ein legt aber jetzt ein Tarmogoyf. Und was noch ein Delver, ja. Und noch ein Delver. Hat zwar keine Handkarten mehr, aber empty-handed, aber der das Board ist schon sehr mächtig. Ja. Vor allem der Tarmogoyf Kreatur, Instant, Land, Artefakt, Creature, haben wir schon gesagt, ja, Source, okay. Ist Sorcery im Friedhof? Ich glaube nicht. Ja, dann sind es nur 4. Ja, reicht aber gegen den Betterskull, ne? Reicht gegen den Betterskull, ja. Der Johannes jetzt mit Rest in Peace, aber ist wieder in der Situation. Er ist einfach ein Landshot die ganze Zeit. Er ist einerseits ein Landshot, andererseits ist er einfach immer einen Turn behind. Ja. Der Mircea committet immer was aufs Board und der Johannes beantwortet es, aber währenddessen wird er von den Delvern oder jetzt geschlagen. Mittlerweile nur mal einem Delver geschlagen. Ja, aber wir gehen davon aus, dass der zweite flippt, dann wird er von 2 Delver geschlagen und wenn er jetzt das Rest in Peace spielt, was er tut, geht er auf 6 und wenn der zweite Devil fliegt, ist er also tot. Nicht wahr? Ja, rest in peace. 0-1er Tarmogoyf. Der wird doch nicht mehr größer werden. Nein. Solange das Rest in Peace im Feld ist. Hat er einen Schaden vom Sindarweins bekommen? Ja, darum ist er auf 6 gegangen. Wenn der Devil flippt und das tut, ist es eine Braid. Es ist ein Braid. Da gibt es einen Handschlag. Ja. Mircea gewinnt mit Timur Delver. 2-1. Ah, 2-1. 2-1 gegen den Johannes Truschnik. Ja. Danke, Patrick, dass du uns noch ein weiteres Legacy-Match gezeigt hast. Wir werden wieder eine kurze Pause machen. Ihr seht, habt es auf Tour gesehen, es waren nur mal 1,5 Minuten in der Runde. Das heißt, wir werden uns in Kürze wieder melden. Hat er nur noch ein weiterer Table gespielt? Also es sollte eigentlich sollte gleich weitergehen. Ja. Ich werde trotzdem eine kurze Pause machen.
abchecken, wenn wir als nächstes für euch auf die Kamera holen. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt weiter dabei. Wir haben noch Runde 3, Runde 4 und Runde 5 und dann noch unsere Top 4. Also wir haben noch jede Menge Legacy für euch zum Zeigen. Ja, nach einer kurzen Pause geht es gleich weiter. Bleibt dabei. Danke fürs Zuschauen.